Der jüngste Fall passierte am vergangenen Freitag gegen 16 Uhr im Straubinger Osten. Zwei Mädchen im Alter von 9 und 12 Jahren waren zu Fuß unterwegs von der Breslauer Straße in Richtung Allensteiner Straße. Etwa auf Höhe der Parkplätze wurden die Mädchen aus einem weißen Pkw-Kombi heraus angesprochen. Trotz Zuredens des Beifahrers liefen die Kinder davon und alarmierten ihre Eltern. Diese riefen die Polizei. Mittlerweile hat die Kripo die Ermittlungen aufgenommen. Der Fall zeigt, wie ernst die Straubinger Polizei solche Vorfälle nimmt. Und doch gilt es, mit Fingerspitzengefühl an die Sache heranzugehen. Man muss aber auch wissen, dass solche Fälle immer wieder vorkommen. Es werden immer wieder äh, Kinder angesprochen von. Unbekannten von in verdächtiger Art und Weise. Und hier muss man sich einen Gesamtüberblick verschaffen. Das machen die Sachbearbeiter bei der Grippo, um einzelne Fälle zuzuordnen. Und auch um einen Fall auszuschließen. Das kommt auch immer wieder vor, dass im Nachgang rauskommt. Da war gar nichts dran. Genau solch einen Fall mussten die Beamten erst vor kurzem bearbeiten. Wir hatten hier in der Nähe einen Fall Mitte November. Eltern haben die Polizei informiert, das Kind ist verdächtig angesprochen worden. Und wie sich dann herausgestellt hat, war das ein Mitarbeiter einer Busfirma, einer örtlichen hier in Straubing, der hat den Auftrag vom Chef, hierher zu kommen, zur Schule und die Kinder anzusprechen, um mitzuteilen, dass der Bus später kommt, weil er eine Panne hat. Das wissen natürlich auch besorgte Eltern wie hier im Straubinger Osten, wo sich in den vergangenen Monaten derartige Fälle nach ihren Aussagen offenbar gehäuft haben. Ja, ist schlecht zum Einschätzen, weil man kann nicht immer jeden beurteilen, der wo dann mal zu Kinder hingeht oder so. Da hat ja dann kein Erwachsener mal zu Kinder was sagen oder irgendwas zu machen. Also es ist schwierig zu sagen. Umso wichtiger ist es, genau hinzuschauen. Ein Passant darf sich hier einmischen, auch wenn er vielleicht sich unsicher ist zunächst, wer ist denn hier äh, zu Gange. Und wenn er sich einmischt, darf er dann auch gern den Verdächtigen ansprechen und auch nach dem Namen befragen, ein Kennzeichen notieren. Idealerweise löst sich der Fall auf, weil vielleicht jemand nach dem Weg fragen will. Und wenn nicht, dann haben wir bei der Polizei ganz gut die Quellen, äh, wieder einen Fall zu lösen. Ob die beiden unbekannten Männer am Freitag hier in der Allensteiner Straße tatsächlich etwas im Schilde führten oder nicht, muss noch geklärt werden. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang unter der eingeblendeten Telefonnummer jetzt um Mithilfe aus der Bevölkerung.